So, ihr alten Stüpfel. Was? Stritzel. Zipfelmützen, was? Das war jetzt mal die Einleitung des Jahrhunderts. Egal, ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück hier bei Anno 1404. Venedig lebt. Mit Chaos Hexe sind wir wieder am Start. Es waren übrigens Zipfelklopfer. Zipfelklopfer. Ich zeige euch mal einen Zipfelklopfer. Hier ist ein Zipfelklopfer. Eine Noria verbraucht. Nein! Siehst du, und schon in genau dem Moment hier, ne, an der Drüse, ja, an der Ausspritzdrüse ist die Noria dabei, ihr letztes Wasser zu verbrauchen. Da müssen wir gleich mal nachfüllen, ne? Wir müssen ja immer ready sein, wenn hier irgendwie was ist. Genau, Begisi. Genau. Begisi. Ja, für diese Folge auf jeden Fall, es wird Zeit für Patricia. Das Gewitter ist abgeflaut. Nein, das jetzt nicht. Nein. Ja, Moment, die Nordburg kommt gerade erstmal. Die lasse ich erstmal durch. Ne, komm mal ran, mein Freund. Hier zwischen den Herr der Ringe zwei Türme einmal durch. 3000! Das gefällt mir. 8 Tonnen Teppiche. Seht ihr, wie sich das schon lohnt? Wir haben 8 Tonnen Teppiche jetzt hier verkauft. Das ist, warte mal, für 300 Gold, 8, jetzt wollen wir mal ganz kurz rechnen. Das sind, jetzt, ich habe mich verrechnet. Wie viele Tonnen waren das jetzt nochmal? Ja, das weiß ich doch nicht. 8 Tonnen. 8 Tonnen. 8 mal 300. Das sind, 3000, weniger 600, sind 2400. Das heißt, wenn wir 16 Tonnen verkauft haben, haben wir auf jeden Fall schon die Einkaufskosten, glaube ich, raus. Ja, doch, doppelt und dreifach haben wir die schon. Nein, die doppelt nicht. Aber auf jeden Fall haben wir dann mehr als die Einkaufskosten raus. Da könnt ihr mal sehen, wie viel Profit wir machen können. Also, ich glaube, wir müssten 2000 Gold Profit machen, tatsächlich. Wie jetzt nicht verrechnet, aber 2000 Gold müssen wir Profit machen. Mit dem Einkauf, den wir getätigt haben. Das kann man anbieten, würde ich sagen. Kann man anbieten. Jetzt habe ich zu wenig Geld. Das ist voll gemein. Okay, so. Le Patricio. Wird Zeit. Es wird Zeit. Gucken wir mal mit der Schenke, damit wir hier auch mal langsam einen ausschenken können. Wie ist denn das mit dem... Ach ja, doch. Da reichen 2 aus, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier alles abgedeckt. Und können demzufolge jetzt hier so und dann schalte ich hier mal einen Gang runter. Wir sind immer noch im grünen Bereich. Material. Nee. Ich sammle erstmal Materialien. Hier, komm. Ja, das. Was ist eigentlich, wenn ich hier raufgehe? Achso, nee, das lieber nicht. Nee. Was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke? Ja, genau. Der Trump-Knopf. Er hat einen größeren als du, hat er schon gesagt. Oh, was habt ihr dem dafür habe ich Haare. Auf den Arm, ja. So, was haben wir denn da? So, Pocky HD hat gerade einen Kommentar entlassen. Senpai, ich nein. So, mit dem Holz geht das zum Glück relativ schnell. Was, wie viel kosten eigentlich nochmal? Jetzt muss ich doch nochmal hier runterdrehen, damit ich gucken kann, wie viel das Häuser aufrüsten jetzt gerade nochmal kostet. Ich glaube, wir brauchen dafür nämlich doch ein paar Ziegel. Ja, 4 pro Haus. Oh, oder Gott. 3 pro Haus. Oh, um Gottes Willen. Ja, deswegen, also das, da brauchst du erstmal ein bisschen Zeit. Da musst du das ja voll lange runtergedreht lassen. Ich will aber euer Geld! Oh, sei nicht immer so gierig und benimm dich. Ich bin überhaupt nicht gierig, Gold. Ha! Ja, ich gehe schon mal Ziegel einkaufen. Schleimer, yay. Yeah. Die Nordburg. So, der hat Ziegel. Ich bin mir bei dem nicht sicher. Doch, hat er nicht viel, aber er hat. Bah, Hassan kriegt glaube ich aufs Maul, wenn ich dahin fahre, ne? Ja. Der verkauft ja auch noch nicht. Muss ja erstmal für ihn bezahlen und dann. Ja, genau. 4000 will er haben. Also von mir kriegt er erstmal nichts. Was auf dem Spiel steht. Kann jeder kommen. Wie sieht's in einem Hexenland aus? Eigentlich ganz schön. Schön idyllisch. Oh, hier haben wir eine Mostfarm. 4 sogar.
Ach ja, falls das irgendwie... Lasst mich euch ein wenig unternehmen. In den Kommentaren schon... Ah, nein, ich verkaufe ja meine Baumaterialien. Nein. Ja, jetzt... So, ich nehme das mal raus. Bekommen, was er wollte. So, Scheiße, was wollte ich jetzt nochmal? Ach ja, genau, Baupläne werde ich in diesem LPT nicht verwenden. Also höchstens so die Basics, so wie die hier, aber ich werde kein Optimierungsbauen hier irgendwie vornehmen, weil das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Ja, da sitzt du ja ewig dran. Ja. Vor allem, ich kriege das auch immer nicht hin. Ich habe die auch zwar neben mir liegen, bei einigen kann man sich das ungefähr denken, wenn du jetzt die drei großen Schweinezuchtfarmen zum Beispiel hast, das passt dann oft dann doch nicht, dann hast du dich doch wieder verbaut. Wenn man jetzt natürlich auch nichts wiederbekommt, ist das ärgerlich. Nee, dann lieber einfach irgendwie hinkacken die Gebäude und dann ist das gut. Eben. Ist man auf der sichereren Seite. So, vier Ziegel tatsächlich, oder was ist das, Stein oder Ziegel? Stein. Ja. Dann noch ein Holz und ein Werkzeug. Und es werden... 30 Gebäude werden, die man aufrüsten oder die ich aufrüsten kann. 4 mal 30 sind 120 Ziegel, werde ich brauchen. Heidewitzka. Alles andere hier, so Holz und so, kriegt man ja schnell zusammen. Ja, das habe ich auch tatsächlich schon. Vollzählig. 40 mal 4 sind. Oh Gott. Na, okay, ich hab dann. Gottverdammt nochmal hier. Kruzifix noch eins. So. Ich habe zu tun. Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Puh. Aha, alles erstklassige Handarbeit. Von wem? Habt ihr doch gar keine Patrizia. Die Arbeit, nein, das ist mundgeblasen. Genau. Ach so, ist ein Blasinstrument. Oh, die Standgenese, genau. Ah, schön. Oh Mann, ey. Schatz. Hust. Ich finde das immer schade, wenn die jetzt hier mal so... Oh, schön. Habe ich Geld verloren. Oh, wie das denn? Naja, viel eingekauft. Der Venezianer war gerade bei der Insel, wo ich einkaufe. Das ist dann immer so, wenn er einkauft, dann ist es so, boah, gib mir dein Geld, ja. Aber wenn er dir Dinge verkauft, dann ist es so... Ach, du hast aber ein schönes Geldsäckchen. Ach, das ist ja plötzlich gar nicht mehr deins. Ja, danke, genau. Ach, deine Lager sind ja voll. Ja, sind sie. Im Gegensatz zu meinem Geldbeutel. Huch, nein. Hallo? Mach den Weg. Mach den Weg. Bei mir ist gerade stehen geblieben. Jetzt geht's wieder. Ich speichere mal lieber. Tut mir leid. Ich muss das hier kurz zwischenschieben. Hallo? Ich bin noch da. Ja, aber er will nicht speichern. Überschreiben. Oh. Ja. Mach mir keinen Unfug hier. Ich mache einen neuen. Was? Habe ich gerade Speicher voll gelesen? Nein. Lager voll. Oh Gott sei Dank. Mach mich doch nicht schwach hier. Ich mache mal einen neuen Speicher schon. Oh Gott sei Dank. Sie haben keine Schreibrechte. Wo kommst denn du her? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Also, an die Zuschauer, wenn wir irgendwie irgendwas nachspielen müssen, dann wisst ihr Bescheid, ne? Also ich kann auf okay klicken, soll ich? Kann ich? Ja, mach mal. Ich will doch auch nicht speichern. Bei mir ist jetzt gerade die Sanduhr am Durchdrehen. Bei mir auch. Ich habe irgendwie nicht so das gute Gefühl gerade. Ich auch nicht. Warte mal. Keine Schreibrechte. Aber ich kann alles machen. Ich werde auch mal ganz kurz nachgucken. Moment, ich springe auf den Desktop. Tut mir leid. Ihr habt jetzt gerade ein tolles Standbild, ich weiß. Aufnahmeprogramm läuft. Ich schaue mal, ob die Platten irgendwie... Nö. Eigentlich alles gut. Bin wieder ein Virus eingefangen. Ja. Venedig. Wo sind hier nochmal die Speicherstände? Da müssten die drin sein. Safgams. MP-Share. Nö, ist eigentlich... Ich guck mir die Datei mal ganz kurz an. Ist auch nicht schreibgeschützt. Ja, keine Ahnung. Huch. Oh, ich wollte gerade sagen... Oh. Sonst soll ich das nochmal ausprobieren, weil du kannst alles machen. Also du kannst anklicken, du kannst bauen, es geht alles. Ja, probier mal. Ich habe keine Ahnung.
weil theoretisch kann man weiterspielen. Nur die Sanduhr ist halt da. Du hast den Speicherstand ja dann in dem Sinne auch, ne? Ja, den habe ich auch einmal. Ich weiß nicht, ob man den kopieren kann. Im Zweifel. Ich gucke erst mal einmal. Speichern. Speichern. LPT, da. Lipt. Soll ich den überspeichern einmal? Probier mal. Also ich kann nicht überspeichern, dann macht er bei mir einfach gar nichts. Speicherstand wird gespeichert. Steht bei mir auch. Beim Ladebalken passiert allerdings überhaupt nichts. Ha, bei mir hat es jetzt funktioniert. Okay, gut. Na ja, dann haben wir wenigstens das. Ja, war übrigens 3.59 Uhr. Ne, ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Moment. Ne, macht da nichts. Okay. Egal, du hast gespeichert. Das Wichtigste bei mir ist die Sanduhr jetzt auch weg. Ja, das ist ja komisch. Das ist komisch. Schauen wir uns dann in Ruhe an nach der Aufnahme. Ja. So. Okay. Nö, ihr kriegt keine Teppiche. Ziel. Ihr müsst euch eurer neuen. Nun weiß ich mehr über euch, als mir lieb ist. Wer verkauft noch Ziegel? Der verkauft nur Werkzeug und Fische. Der Fusselbart verkauft das leider nicht. Und Hassan, da kriege ich gleich eine Kugel im Kopf, wenn ich da aufkreuze. Haben jetzt knapp über 80. Nehmen wir erstmal so mit. Ich werde hier schon mal ausbauen, damit das Lager nicht voll läuft. In ihrer Stadt haben sich die ersten Patrizier niedergelassen. Ich kann alles beschaffen, was euer Herz begehrt. Möchte einen Handelsvertrag mit mir schließen, wenn ich ihm 2.990 Goldmünzen gebe, die ich nicht habe. Ciao. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wohl auch geil, ne? Nur weil du jetzt aufgestiegen bist, ne? Ja, ja. Da kommt der Lei an und will kuscheln. Ich sehe eure. Also Patizia? Patizia. Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen. Ach so, ach du, ich hab schon gedacht, so, jetzt kommt hier aber nicht die alte Schmalzlocke, ne? Schön. Nein, ich war's nicht. Schön. Vor allem die Steuern erstmal gleich wieder in den Keller klatschen, ey. Warte, der Typ hier kommt hier gerade. Verkauft. Nein! Bleiben besser unter uns. Beschwerlos werden. 4000 Gold! Nice! Ihr seid erstaunlich. Ja, Gold. Was? Also wirklich? Ich war das nicht. Es war Oratzitze. Oratzitze? Was ist das denn? Oratzitze. Eigentlich müsste man die gleich alle kaufen, weil jetzt sind sie noch billig. Du kannst die nicht alle zusammen kaufen, das dauert immer eine Zeit. Einen kannst du kaufen und dann dauert das wieder. Ah, das weiß ich doch, Hexi. Aber zumindest halt jetzt schon, weil jetzt ist es noch günstig. Nicht wahr? Oh. Nun, Hexilein. Dafür habe ich die zweiten Patrizier. Aha. Eine Insel wurde von einem. Nein! Du alte Chloroform-Kacke, ey. Der Wicht, ey. Jetzt reicht's mir. Der kleine Lutschlappen. Das gibt's nicht. Hat er sich die Insel gekriegt? Na gut. Ich glaube, ich gehe dann wirklich auf die Vulkaninsel und siedle einfach vorne an. Weil der Vulkan ist wirklich noch nicht einer. Doch einmal ist er ausgebrochen. Ein einziges Mal. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Gesandte schon? Ey, er hat bei ihm kaputt. Hat der nichts anderes zu tun, oder was? Keine Hobbys? Spiel mal was anderes. Wollen die mit dir spielen? So, Ziegel. Flup. Wo hat der denn... Ach, da! Flup. Auch einer. Nee, zwei. Gesandten. Dank euch führen wir ein sorgloses Leben. So, ja, sorgloses Leben, bla bla. Jetzt sind es noch 5 Häuser. 5 mal 4 macht 20. Ich kann rechnen.
Oh, das ist ja toll. Du bist gut. Ich brauch Ziegel. Dann kauf sie dir. Tu ich ja noch nicht ganz. Ich kann nicht so schwer sein. So. Also, wenn du Geld verdienen möchtest, dann komm rüber und schmeiß mir ein paar Ziegel in den Kontor. Ich hab selber gerade keine. Oh. Ja, weil ich ja selber aufrüste. Ach so, ach ja, stimmt, ja. Ja, meine Anerkennung für dich. Mhm. Gucken, wie es hier rumhext. Hexi atmet erstmal tief durch. Das Grüne schon angezündet. Ganz schön spannend. Sie haben einen neuen Stadtstatus erlangt. Oh, 1500 Einwohner. Gib mir Ruhm dafür. Ich hab 1600. Echt? Ruhm? 1600? Nein. Einwohner. Ach so. Und wie viel Gold hast du? 2800. Ah. Achso, ich habe die Musik übrigens eigentlich noch gar nicht gesagt. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gedreht mal, ne, weil die in den ersten vier Folgen ja doch ein bisschen leise war. Habe ich da mal ein wenig hochgedreht und auch Hexi müsste ein Stückchen lauter sein und das Game an sich und so. Und ja, eigentlich nur mich habe ich kleinlaut gelassen. Ist ja mal was Neues. So, 8 Ziegel fehlen noch. Komm schon. Go, go. Go, go. Aber ich bin... Ha? Hast du gerade Ziegel hier eingekauft? Wo? Bei Nordburg. Ist schon eine Weile her. Bei dem regeneriert das immer sehr langsam. Ah. Ich will schon wieder vorspulen. Na gut, aber hier bei... Schmalzlocke hier? Ne, nicht Schmalzlocke. Wie habe ich den mal genannt hier? Ein Venezianer, genau. Ja, der Venezianer halt. Der hat erst 2 Ziegel wieder. Ja, und die kann ich sowieso nicht. Haha, ich habe die zweite Stufe noch nicht bei ihm freigeschaltet. Mach das dort. Ein bisschen Ruhm wirst du da haben. Nee, habe ich gerade ausgegeben an den Opa. Also wirklich, ja. Ja, der möchte auch gerne mal wissen. Aha. Ein gutes Geschäft gemacht. So, Ziegel eingekauft. Der Opa verkauft, der verkauft auch Gewürze, Quarz und Mosaik. Genau, der verkauft so. Gewürze? Ja. Papier. Ja, ein paar Papes kaufen. Den Hanf haben wir ja schon. Salz. Also wirklich. Naja, krieg ich bloß. Zollwaren habe ich noch gar nicht drin, fällt mir gerade mal so auf. Bei den Patriziern kamen doch hier schon die Armleuchter und weiß nicht was. So, ausgebaut. Aus die Maus. Zack. Warten wir jetzt hier noch, bis die alle eingetrudelt sind. Das müssten 750 Patrizier unterm Strich werden. Ha! Ihre Baumöglichkeiten. Ach, jetzt sind sie schon unterm Strich. Ja, ist voll unter der Gutlinie. Ich werde mal lieber ganz kurz hier zur Nordburg gehen und dann schalten wir hier unten mal den Fummel frei, kontaktieren des Abendlandes. Was ist denn Kontakt? Och, ja, genau. Ach so. Ich würfel ja, mal. Kanone, toll, ja. Saatgut, Kräuter. Hm? Mano. Zollware, Fisch. Das ist nur ein Plusultra, das muss ich haben. Das ist auch total lecker und gesund. Ja, ja, so ein schönes Dorschfilet, das kann man schon mal anbieten. Na gut, Dorsch ist jetzt vielleicht. Dorsch ist tatsächlich einer der ganz wenigen Fischsorten, die ich nicht mag. Ich esse, glaube ich, sonst alles an Fisch. Also, muss das jetzt hier nicht immer im übertragenen Sinne, ne? Aber ansonsten. Wieder ein Teppich. Achso, du hast auch keine Ziegel mehr, ne? Doch, jetzt lang sind. Na gut, 14. Ich kann dir mal. Ich stell dir mal einen verkaufen, hast du wenigstens hier ein bisschen. Flupp. Wo bist du denn da? Gott, darf ich da überhaupt hin oder werde ich gleich beschossen? Nö, wir haben Handelsvertrag.
Man weiß ja nie. Was habt ihr dem Rat der 10 anzutun? Du bedrohlich auch. Erklärt euch den Krieg. Ein Mitspieler hat noch ist nicht wahr jetzt langsam. Ach, was hat er denn jetzt schon wieder? Ach, so langsam ist aber wirklich mal gut, ne? Oh, da scheint er das Geld zu haben, um die ganzen Betriebskosten zu übernehmen. Schauen wir mal in seine City. Der hat eine Kirche gebaut. Das ist jetzt nichts, was mich sonderlich erfreut. Das ist vor allen Dingen so unpraktisch gebaut. Das ist natürlich das, worauf es ankommt. Okay. Ja, das sieht gut aus. Aber ein Schloss hat er gebaut. Ist doch schön. Wir haben hier ein großes Heerlager. Eine große Armee. Achso, ja klar. Große Armee. Hier ist sonst kleine Heerlager. Da ist das andere große Heerlager. Wieso nee, kann der so einen herrschaftlichen Palast bauen? Der kann gar nicht so viele Einwohner. Das steht ja leider nicht dabei. Ne, der wird schon ein paar Einwohner haben. Ich meine, klein ist die Stadt nicht. Und das wird auch kein Kinderspiel, die Stadt einzunehmen. Boah, auch wenn wir da mit vereinten Kräften... Ist hier Barnabas eigentlich irgendeiner... Barnabas? Dieser, Aha, nee, neutrale Kräfte sind aus. Ach, schade. Da könnte man nämlich ganz toll die, Heerlager holen. Und ihn dann angreifen und einen Trutzburg dahin bauen und solche Geschichten. Schade. Der wäre gut. Oder der Assassine ist nicht schlecht. Nee, die sind leider alle aus. Soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. So, muss komm. Ich das ja alles alleine machen. 10 Patrizier fehlen noch. Dann sind wir vollzählig. Dann können wir loslegen. Das muss eine Party werden, du. Was denn? Lass mich doch klatschen. Ich habe gerade ein Turnier beigewohnt. Ja, ja. So, jetzt fehlen noch 5. Wie ist das Spätkomma? Da musst du vielleicht mal ein bisschen schneller werden, ne? Naja. Ja. Reibung erzeugt Wärme. Oh. Habe ich nie gesagt. Das war, nee. Das war der Patrizier hier mit dem fetten Bart. Ach, der wieder... Immer der. Vor allem stelle ich mir... Nein. So, Steuern hoch. Jetzt habe ich weniger Geld als vorher. Ist doch toll. Deswegen gehe ich immer auf Patrizia. Ach, deine Mutter kann nicht mitteilen. So. Oh. Okay. Stulle. Bier. Leer Wamsel. Du hast Krieg mit Fokker? Der Auftrag lautet, euch zu vernichten. Was? Was? Er hat den Krieg erkannt. Ich muss mal ganz kurz ein paar Türme bauen. Zumindest ist, von dir zu ihm ist es auch rot. Ja, ja, ich habe es auch gerade. Ah, scheiße. Siegel. So ein Exklusiv. Entschuldigung. Das ist ja nicht so erfreulich. Nee. Will denn der von mir? Wo soll er wieder seine kleinen Eier durch die Gegend schwingen oder was? Ah, ich hab den kleinsten, guck mal. Mhm. Komm, wir schmeicheln ihn mal ein bisschen. Ah, deine geile Schmalzlocke. Oh, ich wickel sie so gern um meinen Finger. Ich könnte mir natürlich so ein Item holen, womit man Zwiegen erfrieden kann, genau. Frieden erzwingen. Ja, genau. Dann nimmst du mir das Wort aus dem Munde, was vorher umgedreht war. Genau, da gibt es so ein Item. Aber da muss man natürlich auch Glück haben, dass es gerade irgendwo im Angebot ist. Zum Beispiel bei Saturn für nur 2,99. Bitte. Ja, dann hol doch da ab, du Idiot. Mauern und Türme schützen ihre Stadt vor Angriffen. Ach was, erzähl mal nicht. Ich würde ja gern, ich kann nur gerade nicht, weil mir die Ziegel fehlen. Kenn ich. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr Ziegelage hier irgendwie. Machen wir mal. So, während Taxi sich irgendwie den Fisch von vor 3 Wochen aus den Zehen zieht, können wir hier mal ganz entspannt die Ziegelproduktion ein wenig hochziehen. Oh, ich bin schon bei dir. Oh. Was? Ach, ich bin schon an
bin schon bei dir angekommen. So. Ja, ich habe die Ziegel aber aus dem Verkauf genommen, weil, sagte ich ja gerade eben. Toll, danke. Sonst hierher gefahren. Ich habe so extra noch gesagt. Ja, ich war hier gerade beschäftigt mit Bau. Ja, wenn du mir nie zuhörst, da kann ja auch nichts dran ändern. Nee. Diese schwangeren Frauen. Was? Moment, Schatz. So, genau. Ich sehe übrigens gerade, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Zeit vergeht aber auch immer, ey. So, ich werde nochmal probieren abzuspeichern. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Mach gleich mal einen neuen. Nein, macht er nicht. Hä, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann speichere ich jetzt ab. Ja, speichern. Ja, mach ich. Einfach so. Aber ich habe da ein Ausrufezeichen drüber. Boah, das ist nicht gut, möchte ich mal anmerken. Warte, ich speichere einmal neu ab. Das klingt nach, wurde zwar gespeichert, aber dein Profil wird nicht übernommen. Drückt uns mal die Daumen, ne? Also wenn nach der Folge hier auf einmal nichts mehr kommt, dann... Spiel gespeichert. Oh! Spiel gespeichert, hat er mir gerade erzählt. Oh! Ich guck mal ganz kurz nach. Nee. Jetzt... Was? LPT neu. Da ist es. Nice. Eine gegnerische Flotte hat er gemacht, ohne Fragezeichen. Ja, um den Gigi kümmern wir uns nächstes Mal. Beschuss. Ja, greif halt gleich alles an, ist kein Problem. Ey, das ist so ein Lappenkopf, das gibt's unglaublich. Ich schick mal. Ja, der ist. Richtig ekelhaft ist das. Einfach widerwärtig, der Alter. Was der an Schiffen hat, wow. Widerliche Kacklocke da im Gesicht. Okay. Ja. Also, würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle erstmal in diesem hitzigen Gefecht, was gerade beendet wurde, weil wir uns aus dem Staub gemacht haben. Weil der Guy ist nämlich so ein alter Feigling, der greift immer nur mit 100 Schiffen auf 1 an. Ansonsten hat er Angst, dass er es nicht schaffen könnte. Tja, bedanken wir uns an der Stelle erstmal fürs Zuschauen wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, gerne auch einen Kommentar da lassen. Übrigens auch, wenn ihr Fragen habt und so weiter, einfach alles in die Kommentare kacken und so. Ich greife das dann gegebenenfalls auch hier im Let's Play auf. Ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Jo. Ja, wir uns auch, ne? Doch. Ja, ich denke aber schon, wenn ich darf. Das ist schön, ja. Das gefällt mir. Da gebe ich auch meinen Daumen nach oben. Verkaufen wir noch ein paar Leinkutten, haben wieder über 10.000 Gold. Und damit sage ich dann erstmal, see ya! Und tschüss.